Hallo, ich begrüße euch zu einer kleinen Demo-Version von Tormentum, einem düsteren Point-and-Click-Adventure, wo man sich irgendwie in der Welt zwischen Traum und Albtraum befindet. Sind wir gespannt. Okay, handle so, dass du die Menschen sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit gleich als Zweck, niemand bloß als Mittel braucht. Ja, das sollte man sowieso. Am Anfang war nur Dunkelheit, danach begann ich langsam die Augen zu öffnen. Ich spürte einen starken Windstoß und der Boden schien zu schaukeln. Plötzlich merkte ich, dass ich nicht mehr auf der Erde bin. Ich befand mich hoch über den Wolken, eingeschlossen in einem Metallkäfig, der an einer fliegenden Maschine befestigt war. Neben mir hing noch ein weiterer Käfig mit einem anderen Gefangenen. Oh, okay. Sei gegrüßt, Fremder. Wie ich sehe, haben sie nicht nur mich geholt. Was uns wohl nun erwartet? Na? Sie sind nachts in meine Hütte eingedrungen und haben mich gewaltsam in einen Käfig geworfen. Käfig, sorry. Ich mache mir große Sorgen um meine Familie. Sie sind nun ganz allein. Oha, was ist das, ein Drache oder ein Zeppelin oder? Na, wir werden es noch sehen. Sie erscheinen nur dann, wenn es brennende Tränen vom Himmel regnet. Angeblich entführen sie nur die, die vom Bösen gekennzeichnet sind. Oh, mit Hilfe ihrer Flugmaschinen transportieren sie diese Menschen in das Schloss. Von diesem Ort kehrt niemand zurück. Sie kamen in unser Land vor langer Zeit. Welch Ironie des Schicksals, dass unsere Vorfahren ihnen bei der Errichtung dieses Schlosses geholfen haben. Niemand hat nicht einmal in den fürchterlichen Albträumen vermutet, was ihre Pläne sind. Ich habe das nicht verdient. Ich bin nicht böse. Bevor ich hier gelandet bin, habe ich ein einfaches Leben als Jäger geführt, der lediglich versuchte, seine Familie zu ernähren. Oh, ich spüre, dass die Maschine sich senkt. Wir nähern uns dem Schloss. Mhm. In meinem Kopf tauchten Fragen bezüglich meiner Situation auf. War die Tatsache, dass ich mich hier befand, eine Art Strafe? Was wollten sie von mir? Er sieht aus wie ein Zeppelin, ne? Interessant. Im Gegensatz zu meinen Leitgenossen konnte ich mich an nichts erinnern. In meinem Kopf schwirrte nur das Bild einer eigenartigen Skulptur auf einem Berggipfel herum. Es waren gemeißelte Hände gen Himmel ausgestreckt. Zwischen ihnen stand eine Frauenstatue. Ich weiß nicht, was das für ein Ort war, aber ich fühle unterbewusst, dass ich sie wiederfinden muss. Erst musste ich aber irgendwie von diesem furchterregenden Ort wegkommen. Ja, da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt mich aufhalten. Hm? Die Maschine landete auf dem Innenhof des Schlosses. Die Wächter in Hornhelmen schleppten mich in eine Zelle im Schlossturm. Nach einiger Zeit kam einer von ihnen zurück und sprach zu mir. Oh. Dreckige Kreatur, schon bald wirst du schmerzhafte Folter erleiden. Danke. Der Ort, an dem du dich befindest, wird aus dir all das Böse herausquetschen, das sich in deinen Eingeweiden eingenistet hat. Oha, mach mal du Teufelsaustreibung, oder wie? Solange sich der Ton in den Händen des Töpfers befindet, ist alles möglich. Wir können dein verkommenes Inneres immer noch verändern, trotz deiner Taten, mit denen du es in der Vergangenheit geformt hast. Aha. Noch ist nichts entschieden. Vergiss nicht, dass die Klinge des Schicksals zwei Schneiden hat. Auf der einen Seite gibt es Folter und auf der anderen Seite stehst du. Obwohl es dir erscheinen mag, dass nichts von dir abhängt, ist es aber so, dass alles von dir abhängt. Wir sehen uns bald in der Folterkammer wieder. Ja, juhu! Was bitte spiele ich da? Ich will in die Folterkammer. Und nun? Ups, Kopf verloren. Jetzt muss ich das irgendwie herausziehen.
Ich sehe nichts Interessantes bei ihm. Guck mal, Rab, typisch, ne? Ach, was hast du denn da? Gib mal her, danke. Metallstück können wir bestimmt brauchen, um da irgendwie rauszukommen, ne? Ich brauche ein Werkzeug. Ach, warte. Geht es? Aha, na sehr gut. Wäre doch somit schon erledigt. Danke, Rabe, Krähe, was auch immer. Fast das Gleiche. Ach. Ja, ne? Wie könnte es anders sein? Warte, das kriege ich mal aber gewuppt. Kleines. Kleines. Großes. Habe ich noch eins? Ja. Ah. Ja, sehr primitiv. Wunderbar. Das Gitter erhebt sich. Den ersten Schritt zur Freiheit habe ich hinter mir. Yes. Von wegen Folterkammer. Guck mal, was streckt denn der da in die Luft? Von wahrscheinlich nicht. Genau, von dem erfährst du nichts mehr. Okay. Boah, was ist das? Der Platz für das Herz ist leer. Ja, das sehe ich. Nur soll ich den wieder fühlen? Was ist das? Augen, damit ich sehen kann. Das Herz, damit ich fühlen kann. Licht, um die Dunkelheit zu erleuchten. Der Engel aus Stein zeigt dir den Weg, wenn du diese drei Bedingungen erfüllst. Okay. Habe ich da noch irgendwas drin? Nur das Werkstück. Was mit dem Spiegel? Ich sollte alle fehlenden Stücke des Spiegels finden. Mich dünkt, dass etwas mit der Skulptur des Engels zu tun hat. Okay. Da liegt was. Danke. Uff, Spiegelbildersuche, okay. Seht ihr irgendwo ein Spiegelstück? War du Events? Wollte einer meiner Vorgänger mir auf diese Weise eine Nachricht hinterlassen. Okay, am 5. hängte Kreuz. Ah, da ist ein Notizbuch. Ah, okay, da muss ich mir das gar nicht merken. Dann habe ich einfach nur drauf zu klicken. Ach gut. Uff, da ist das Spiegelstück. Danke. Nö, mit Sicherheit nicht. Liegt doch irgendwo noch ein Spiegelteilchen. Kann ich noch weiter? Ah, ich kann hier noch weiter. Ih, wo bin ich? Ach du Halleluja! Ja, danke schön. 1, 2, 3, 4. Hup. Ah. Ach, ich habe das Herz. Ein Herz aus Stein? Warum denn nicht? Ah, war das schon die Lösung wahrscheinlich? Oh, guck mal, einer ist leer und da hinten fällt auch einer auf dem Boden rum. Ah, guck mal, das ist ein Spiegel. Danke. Wie viele Spiegelteile brauche ich denn? Drei habe ich, glaube ich. Da ist noch einer. Oh, ich finde es interessant. Das Spiel ist übrigens von 2015, schon uralt. Schon 7 Jahre alt. Der eine oder andere von euch kennt es mit Sicherheit. Dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay, warte. Wo ist meine Box? Ich habe hier ein Herz. Ah, sehr nice. Okay. Und ich habe hier ein paar Spiegelteilchen. Dann sehen wir auch nur, wie viel das noch fehlen. Kennst du mich?
Strike! Und was brauche ich noch? Augen, damit ich... Ach, Augen! Und Licht, um die Dunkelheit zu erhellen. Augen und Licht, um die Dunkelheit zu erhellen. Okay. Wie mache ich jetzt weiter? Du gehst nicht weiter. Kommt dir irgendwas zum Vorschein, wenn ich die irgendwie... Aber wie ich den runter habe, kam das Ding da zum Vorschein. Batmo. Wissen Sie, an der richtige Position? Ja, genau. Positionszahl, dann wären die drei gleich, der Over. Ohne, ohne, ohne. Aber die kann ich auch nicht einzeln steuern, ne? Ne, wenn ich den runter mache. Ach Gott, es tut mir leid, dass ich eure Totenruhe hier störe. Ah, doch geht. Ne, wenn ich dann den... Jetzt hängen sie alle gleich. Warte mal, der muss runter. Der muss over, oder? Der muss over bleiben. Und dann müssen die nächsten drei runter. Okay. Der muss over bleiben. Ah, dann geht der hoch. Nee, also ich glaube, das hat jetzt nichts zu sagen, oder? Mm-mm. Macht für mich keinen Sinn. Augen, damit ich sehen kann. Ah, vielleicht muss ich die Spiegel irgendwie positionieren. Da ist ein Kerzenlicht. Aha. Der Flügel scheint eines größeren Mechanismus. Er ist versperrt. Ja, wahrscheinlich funktioniert erst der Mechanismus, wenn ich die Augen habe. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Hallo Rabe. Hast du Krähe? Egal. Hast du noch was für mich? Naja. So kann man den Vulkanausbruch oder Lava auch nennen, ne? Brennende Tränen. Habt ihr ein paar Augen für mich? Ist da was im Gulli? Du hast was im Guck, doch, da ist eins. Ich brauche etwas Langes, um es herauszuholen. Ich hab nichts, oder? Wird nicht funktionieren. Ja, dachte ich mir schon. Das ist immer das Tolle an der Point and Click. Das wird nicht funktionieren. Nein, das geht so nicht. Nein, nein. Kriege ich einen Oberschenkelknochen? Oder einen Arm? Danke. Das könnte funktionieren. Ist widerlich. Aber okay. Ich stelle mir jetzt einfach vor, es wäre ein Stock. Ah, sehr gut. Ja, so ist es ja an für sich recht simpel. Oder? Was meint ihr? So, wo führt man das Auge jetzt hin? Ja, ist recht. Gebe ich dir das auch? Ah, ich brauche zwei. Macht Sinn, ne? Mir fehlt ein Auge. Ich muss wahrscheinlich mal überall drauf kriegen. Die Fenster. Gehen wir nochmal zurück. Ist ein bisschen langweilig jetzt für euch wahrscheinlich. Seht ihr ein Auge? Okay. Sie nützen mir nichts. Hese und Sprecher wäre auch nicht schlecht. Da müsste ich nicht immer so viel lesen. Nee, du wirst nicht das gleiche Schicksal teilen, solange ich dich führe nicht. Boah, das klang jetzt mal. Das war jetzt mal arrogant, ne? Okay. Hallo Äuglein, wo bist du denn? Ich bin auf der Suche nach einem Auge. Hat jemand von euch ein Auge gesehen? Was ist denn da drin überhaupt? Ach, guck mal!
Der Wasserpegel steige, Lusse. Okay. Ich glaube, du tropfst. Warte. Kann ich dich hier stieg du rüber schiebe? Du tropfst doch. Du ach. Muss man den in die Position bringen, damit du nein tropfst? Nö. Warte. Die Flügel hatten eine Art Mechanismus, oder? Vielleicht durch das eine Auge jetzt? Wie bringe ich denn jetzt den Wasserpegel zum Steigen? Habt ihr eine Idee? Hallo? Du ausfliegt die Lava. Irgendwas hat es damit auf sich. Soll ich einfach nur die in der Reihenfolge aglige 1, 2, 3, 4? Wäre das eine Option? Am 4. ist das Kreuz. Also am 5. eigentlich. Irgendwas hat es damit auf sich. Hey, du Knurrgerüsch, gib mir doch. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Aber da ging ja dann das so hin und auf. Ich nehme an, dass das so mitgemeint war. Wie krieg ich diesen? Du tropfst es doch. Ufange kann ich das auch nicht. Uff, habt ihr eine Idee? Ich muss schnell einen Schluck trinken. Ich weiß auch nicht. Okay. Also, es kann eigentlich nur mit diesen Körpern zusammenhängen. Alles andere macht keinen Sinn. Ah, warte. Vielleicht müssen die einfach alle vier unten sein. Ich gehe jetzt nochmal raus. Mach das dann der Reihenfolge nach. Noch einmal. Nee, die verändern sich. Das ist so fies. Ah, okay. Das muss eine gewisse Reihenfolge sein. Bitte. Das war doch so, oder nicht? Ah, guck mal, das Wasser ist. Das Wasser ist oben. Danke, ich hätte da ein Auge. Yes. Es leuchtet rot. Wie soll es auch anders sein? Ja, tschakka. Immer eine Riesenfreude, wenn man es dann doch geschafft hat. So, ich hätte noch ein Auge für dich. Ja. Skelettchen. Zack. Aha. Licht. Es war noch die Rede von Licht. Ach, du musst was machen. Erloschene Kerze. Brennende Kerze. Was? Die brennt nicht mehr. Die brennt doch. Ah. Gibst du die mal her? Ah, guck mal. Ja, wunderbar. Und Herr sprach, es werde Licht. Hey, du hine auch noch bitte. Danke.
Ah, sehr schön. Ha. Warte, jetzt muss ich den Spiegel drehen. Nee? Da lässt sich auch. Ja, und jetzt, da stimmt doch was nicht. Das geht zu dem Spiegel. Ja, der kriegt keine Strahler ab. Warte mal, es gibt vier Positionen. 1, 2, 3, 4. Kann ich dich noch ersticken, du lieber Ricke? Du bist irgendwie nicht an der richtigen Stelle. 1, 2, 3, 4. Weiter geht's nicht. Ja gut, und nun? Nö, also so möchte ich die Demo jetzt nicht beenden. Alle Kerzen brennen jetzt. Ah, warte mal, ich versuche den Mechanismus, sollte doch jetzt klar... Ah! Warte. Sollen die Spiegel... Ja, klar, logisch. Sehr schön. Und nun? Scheinbar fehlt hier was. Ja, das habe ich. Okay. Da soll ich das jetzt irgendwie in Gang setzen. Ach so. Ich soll das in die richtige Reihe bringen. Ich kann immer zwei miteinander vertauschen. Oder? Soll ich die passende? Warte, das könnte... Oh! Seite verkehrt. Welches sein? Aber fangen wir mal mit dem nicht an. Das ist mal zu... Das. Ah, oben und unten geht nicht. Ich muss die vertauschen. Da muss ich das so hin machen. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Und dieses komische Teilchen könnte... Ja, das könnte das sein. Zack, zack. Mm-mm. Ah, warte. Sieht nicht ganz passend aus irgendwie. Das passt definitiv. Das sieht eher aus wie so Trepp. Halleluja. Ach so, nee, warte. Ich habe einen Fehler gemacht. Warte. Ich habe jetzt falsch gedacht. Das ist so. Mm-mm. Junge, 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 das ist so trocken, das passt doch gar nicht irgendwie. Hilfe. Also du bin ich mir ziemlich sicher. Aber der Rest...
Nee. Warte mal. Ah, geschafft. Puh, war gar nicht so einfach. Die Kapelle ist offen. Okay. Wo ist denn die Kapelle? Ah. Okay. Wunderbar. Das war die Demo-Version. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefiel. Ich fand es nicht schlecht, nur so kurz zwischen rein. Bisschen gruselig, aber jetzt auch nicht so, dass... Ja, alles gut, also jetzt nicht extrem. Fand es ganz witzig gemacht. Ja. Okay, dann danke ich euch fürs Zusehen, für eure Zeit und bis bald. Ciao, ciao.